Servus Leute! Heute wollte ich eigentlich ein Video über Bärte im Mittelalter machen. Warum Bärte im Mittelalter? Naja, weil ich bei einem Ritterfest war. Und dort gibt es natürlich jede Menge toller Bärte zu bestaunen. Aber damit ich aus diesem Ausflug ein brauchbares Video zusammenschneiden kann, brauche ich etwas mehr Zeit. Und jetzt seien wir uns mal ehrlich, wer möchte bei diesem Wetter vor dem Computer sitzen und Video schneiden? Also ich nicht. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Als Ersatz für das Mittelalter-Bärte-Thema habe ich mir gedacht, rede ich einmal darüber, ob sich der Sport positiv auf meinen Bartwuchs ausgewirkt hat. Sehen wir uns dafür die Bartfotos aus der Woche an, als ich mit dem Sport angefangen habe. Das ist mein Bart in der Woche 68 meines Minoxidil-Experiments. Damals sah er schon nicht so schlecht aus. Für alle, die meine Videos noch nicht kennen, ich habe mir mit Minoxidil den Bartwuchs stark verbessert. Allerdings waren die Übergänge vom Schnurrbart zur Wange und Kinnpartie in Woche 68 noch relativ schwach. Wir sehen, damals war der Bart an vielen Stellen noch nicht so gut wie jetzt. Allerdings ist das auch schon wieder 44 Wochen her, also gut 10 Monate. Und wie sieht der Bart eigentlich jetzt aus? Nach 10 Monaten regelmäßiger sportlicher Betätigung, aber auch der Minoxidilverwendung sieht es nun so aus. Vergleichen wir das einmal mit einem Woche 68 Foto. Hier sehen wir gut, dass die Mundpartie bei den Übergängen des Schnurrbarts, aber auch im Kinnbereich, sich noch einmal verbessert hat. Kommen diese Fortschritte jetzt vom Sport? Naja, in 10 Monaten kann man auch nur mit Minoxidil solche Fortschritte machen. Natürlich kann man mit Sport den Testosteron-Level erhöhen, allerdings auch nicht unlimitiert. Einen viel größeren Unterschied würde es wahrscheinlich zeigen, wenn man sonst unter einem eher niedrigen Testosteronspiegel leidet, in Anführungsstrichen, oder eben eher einen niedrigen Testosteronspiegel hat. In meinem Fall denke ich, dass es ziemlich klar ist, dass ich keinen niedrigen Testosteronspiegel habe, denn ich habe auch vor dem Training einen guten Muskeltonus gehabt. Also ich habe erblich bedingten Haarausfall, was ja auch auf DHT zurückzuführen ist. Und ja, an meiner Libido gab es auch nie etwas auszusetzen. Sorgt also Sport für vermehrten Bartwuchs? Ich würde sagen, unter gewissen Umständen ja. Wenn du zum Beispiel zu wenig Bartwuchs hast, weil du einen Testosteronmangel hast, dann kann natürlich Sport helfen, mehr Bartwuchs zu bekommen. Hat dein verringerter Bartwuchs andere Ursachen, wird Sport natürlich keinen so großen Unterschied machen. Schaden wird es auf jeden Fall aber nie, und viel wichtiger als der Bartwuchs ist, dass man sich mit der regelmäßigen körperlichen Betätigung viel besser fühlt. Ja, das war's eigentlich schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Unterstützung, eure Likes, Kommentare und Abos. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, Servus.